Hallo, liebe Zuschauer, es gibt doch so viele Spiele, so viele gute Spiele, so viele sehr gute Spiele, es gibt auch viele Angebote. Und damit schauen wir uns mal an, was die Spieleoffensive da zu bieten hat. Und damit herzlich willkommen zu einem Teil rund um Angebote zum aktuellen Zeitpunkt für den einen oder anderen im Hinblick auf Ostern sicherlich interessant. Ich versuche euch jetzt in diesem Video einen kleinen Überblick zu geben, weil auch der Onlinehandel hat einiges zu bieten. Auch die Spieleoffensive hat immer wieder weitere oder viele Angebote im Gepäck und da lohnt es sich immer mal wieder einen Blick zu werfen. Bevor ich einsteige, ein Projekt, was ich euch vielleicht wärmstens empfehlen kann, sofern ihr Fans von Nucleum seid. Weil bei der Spieleschmiede läuft noch ein Projekt mit der Australien-Erweiterung und Nucleum ist ja ein richtig gutes Kenner-Tendenz Richtung Expertenspiel, zählt sicherlich auch zu den besten Spielen des Jahrgangs 2023 und das Spiel habe ich euch schon ausführlich präsentiert mit den wichtigsten Infos und dann wisst ihr hoffentlich, ob sich das für euch lohnt. Ansonsten könnt ihr jetzt definitiv auch in die Australien-Erweiterung einsteigen. Spieleschmiede hat ja auch hier einige Projekte. Aber nicht nur Projekte gibt es bei der Spieleschmiede, es gibt auch viele Angebote bei der Spieleoffensive. Es gibt immer wieder solche Top-Rankings und da gibt es immer wieder auch Sonderangebote, Infos zu den Neuheiten, auch mit Warenkorb versehen, ob was verfügbar ist. Ist für mich jetzt wieder eine Momentaufnahme, das heißt der Preis, je nachdem wann er das Video schaut, kann definitiv ein bisschen abweichen. Eine absolute Überraschung war für mich, als ich gesehen habe, dass One Key bei der Spieleoffensive im Angebot ist, weil viele Spiele oder viele von euch mögen ja auch solche Spiele à la Mysterium, Dixit, wenn es um Karten geht, kooperativ zu spielen, auch mit einer kleinen, aber auch mit einer höheren Personenanzahl das zu absolvieren, mit schönem Material bestückt und da bietet sich One Key definitiv an. Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes. An dieser Stelle einen kleinen Schnitt, weil ich habe noch mal ein bisschen überlegen müssen, weil im Jahr des Drachen, Stefan Feld. Stefan Feld, das sind doch die Kenner- und Expertenspiele, die teilweise ja schon fast an die 100 Euro gehen. Ja, klar, das hat alles seine Gründe, Hintergründe und die Entscheidung, was ihr euch holt, die bleibt immer euch überlassen. Und im Jahr des Drachen, auch wenn das Bild jetzt, und deswegen habe ich nochmal nachgeschaut, es ist wohl der deutsche Text darunter. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um die deutsche Version handelt, weil im Jahr des Drachen ist auch ein sehr erfolgreiches Kenner-Expertenspiel vom Autor Stefan Feld. Und für diesen unschlagbaren Preis kann man auch nicht meckern. Wer mal ein bisschen tiefer eintauchen will in die Welt der Spiele vom Stefan Feld, ist auch eines seiner Spiele. Und für den Preis, ich glaube, da macht man sicherlich nichts falsch. Ja, für die Kids, für die Familie, vielleicht auch für euch, für die Erwachsenen, wenn ihr in den Park geht, wollt im Garten was spielen als Wurfspiel, da bieten sich immer einige Spiele an. Und eines der Spiele, was bei uns immer in der Garage steht und immer wieder genutzt wird und auch gerne mal unterwegs mitgenommen wird, das ist Mölki. Mölki, das Wurfspiel, auch aus meiner Sicht zum richtig guten Preis. Achtet da auf diese Verpackung, auf das Design, weil das befindet sich so im Holzkoffer und da befinden sich diese Steine oder diese Stäbe drin, die man wirft und versucht viele Punkte zu erreichen aufgrund dieses Abwerfens dieser Zahlensteine, dieser Zahlenblöcke. Und das ist auch richtig toll. Das ist auch ein Erlebnisspiel für Jung und Alt. Das spiele ich gerne. Und dann nutzen wir immer die Möglichkeit, jetzt Frühjahr, Sommerzeit, auch so ein Spiel wieder häufiger auf den Tisch bzw. in den Garten zu bringen. Also hier vielleicht nochmal ein Tipp für euch. Dann Abgrundtief. Ja, da unten habe ich es. Ich wollte nicht jedes Spiel rausholen. Aber auch hier für einen Preis, gerade wenn man es von Social Deduction und Kenner-Expertenspiele hat, mit Miniaturen, mit vielen Elementen, ja, da liegt man einfach bei den 80, 90 Euro mittlerweile. Das reicht bei Weitem, bei vielen Spielen nicht aus. Wir überschreiten sicherlich auch irgendwann locker immer die 100-Euro-Marke und da freut man sich immer wieder über Angebote, wie es auch bei Abgrundtief der Fall ist. Das soll es, meine ich, jetzt auch dieses Jahr. Ich glaube, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, eine Erweiterung geben. Also Abgrundtief findet auch seine Fortsetzung. Ich finde das Grundspiel jetzt schon völlig ausreichend. Ich bin gespannt, was die Erweiterung zu bieten hat. Aber Abgrundtief ist auch ein spezielles Spiel, ein spaßiges Spiel. Uns gefällt, auch wenn ich jetzt nicht
ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Cthulhu-Fan bin, aber da merkt man schon den Bezug, den thematischen Bezug. Ich finde es aber richtig toll. Das macht Spaß. Ja, und wenn ihr Kids daheim habt und die können vielleicht noch nicht die Kartenhalter gibt es immer wieder für die Hand. Es gibt aber auch so einen Bogen, den haben wir früher oft genutzt für die Kinder. Auch hier gibt es so einen Ablagebogen, Kartenhalter nennt sich's, für die Kids, wo man die Karten dann einfach in die Form reinstecken kann. Nicht jeder hat so einen tollen Tisch und die Möglichkeit, weil hier gibt es ja auch Ablagefächer. Aber wenn ihr das nicht habt oder spielt unterwegs und die Kids spielen, wollen die Vielzahl an Karten vielleicht nicht auf der Hand halten, dann gibt es auch solche Kartenständer. Ja, bei dem Spiel, da habe ich echt überlegen müssen, stimmt jetzt der Preis? Ist es jetzt das Grundspiel? Ist die englische Version? Die Erweiterung, da gibt es ja auch viele Angebote und Pegasus Frosted Games hat einiges da im Angebot. Und auch hier, ja, ihr seht es ja eingeblendet statt dieser Maßgabe. Der eine oder andere wird sich vielleicht ärgern, hat es vielleicht noch zu Hause oder eingeschweißt. Auch hier ein starker Preisnachlass zu diesem Spiel. Unglaublich. Auch ein Spiel, wo es sehr viel Material, aber auch sehr viel zu entdecken gibt. Ich weiß nicht, ob ich an der einen oder anderen Stelle schon drüber berichtet hat, aber richtet sich ganz klar auch an die Erfahrenen. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück zu Roll'n'Ride, schnellen Spielchen. Hex Roller ist auch ein Spiel, was ich euch empfehlen kann. Ich finde es gut, die Meinungen, die gehen bei jedem Spiel auseinander. Das ist ja auch absolut okay, sofern man es sachlich begründet, habe ich da auch keinen Schmerz mit. Aber Hex Roller ist auch ein richtig schönes, schnelles Spielchen, glaube auch Frosted Games. Ich werde es euch einblenden zu einem Preis, wo man nicht meckern kann. Das ist jetzt auch für mich, das nimmt man automatisch mit. Das ist schnell gespielt, das macht Spaß. Das spielt man locker, damals auch. Wir haben es oft gespielt, steht sogar noch auf der Seite. Wir haben auch mittlerweile die 50, 60 Partien locker erreicht bei diesem Spiel. Also das macht auch richtig Spaß, schnelles Roll-and-Ride-Spiel. Oh ja, ein kleiner Geheimtipp. So, ich weiß nicht, ich bin großer Fan auch von solchen Flipperspielen. Retro Games in Karlsruhe, da sind wir das ein oder andere Mal. Mir macht es einfach Spaß, die ganzen Flipperautomaten zu bedienen. Ja, den Platz haben wir leider nicht. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin großer Fan von Flipperautomaten. Und ein Flipperautomatenspiel als Spiel, boah, das hat's doch richtig schwer. Ist überhaupt einfach, ist cool. Flippermania, auch das habe ich euch schon vorgestellt, ist so ein Spiel als Solospiel, aus meiner Sicht eher Tendenz als Solospiel zu sehen, auch zu einem richtig guten Preis, aber Tendenz definitiv ein bisschen anspruchsvoller, weil Flipper, der hat viel zu bieten und diese Möglichkeiten bietet auch dieses Spiel, viele Elemente. Und das Spiel habe ich euch vorgestellt, da könnt ihr mal reinschauen. Für alle Fans von Flipper-Automaten, die machen nichts falsch. Dreadful Circus, auch ein Spiel. Da oben steht's, also wenn ich immer weiß, wo die Spiele stehen, ich habe es ja schon in anderen Videos erwähnt, dann ist es immer ein gutes Zeichen, dann muss es ja ein gutes Spiel sein. Ja, und das ist ein Spiel. Ich glaube, das Problem war zum damaligen Zeitpunkt ein bisschen das Cover mit dem Auge. Man wusste nicht genau, was einen erwartet, weil das Spiel ist für mich auch komplett unter dem Fokus, ist komplett untergegangen, weil es auch ein richtig schönes Fun-Spiel, Partyspiel für Jugendliche, aber auch für reine Erwachsene ist, wo richtig Spaß macht, wo verschiedene Elemente mit ein fließen. Also das lohnt sich definitiv auch. Ich mache es ein bisschen kürzer, weil zu den ganzen Spielen gibt es ja auch schon Videos. Dumm gelaufen, das noch als kleine Ergänzung von Fünfer. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, macht man auch nichts falsch. Gibt es auch immer wieder eine neue Auflage. Dumm gelaufen hat für mich so einen klassischen Mechanismus. Damals viele, viele Jahre oft gespielt. Klar, wir spielen sehr viele andere Spiele, dann sieht man ganz andere Spiele, aber wer bei den Klassiker bleiben will und die eine gewisse Erinnerung hegen, warum auch nicht, und für den Preis kann man auch nichts sagen. Übrigens hat auch die Spieleoffensive einige Spielmatten. Naja, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, ja, vor mir ist ja der Cuplex-Tisch, im Hintergrund die Regale. Das hat natürlich alles seinen Preis, den ich mir damals oder wo ich mir das damals gekauft habe. Aber vielleicht hat nicht jeder das Budget, die Möglichkeit, sucht aber vielleicht die eine oder andere Spielmatte als Hintergrund, als für sein Spiel oder als Ablage, wenn er draußen spielt. Da gibt es auch einiges. Und auch die Spieloffensive hat einige Spielmatten im Angebot. Da müsst ihr einfach mal schauen. Ich habe exemplarisch eine euch eingeblendet, was auch den Preis angeht. Aber Spielematte gibt es da auch wirklich einige. Viele sind da ein bisschen vorsichtig, schauen, was die Qualität angeht, wie man es, aber für den Preis kann man nicht meckern. Ansonsten auf diversen Messen gibt es auch diverse Hersteller, die Matten euch zeigen. Oder wenn ihr jetzt bei
Brettspieltischen schaut, die sind ja auch alle mit solchen Matten ausgestattet. Da gibt es auf jeden Fall einige Optionen, also wer da mal reinschaut. Zum Schluss noch einen kleinen Absacker für die Kids. Memorint, Memoir-Nachfolger, so könnte man sagen. Auch ein Spiel, wo ein bisschen unterm Fokus geraten ist, auch wirklich schön gemacht für die Kids, beziehungsweise für die Familie. Schnelles Spiel mit den Karten, mit dem Aufdecken und auch für den Preis weit unter oder unter 10 Euro. Das ist wirklich auch eine lohnenswerte Investition für euch. Das war's mit einem Rundumschlag an Angebote. Was fehlt noch? Was habe ich vergessen? Was muss unbedingt noch erwähnt werden? Was holt ihr euch? Was verschenkt ihr? Habt ihr noch weitere Tipps, Ergänzungen? Es hätte sonst den Rahmen gesprengt. Ich habe hier noch weitere Themen, weitere Angebote. Aber ich glaube, an dieser Stelle habe ich euch einen schönen Überblick gegeben. Da ist wirklich was für jeden dabei, für jung und alt. Und dann schaut ihr einfach. Ansonsten schaut ihr gerne beim Händler vor Ort. Unterstützt die Händler vor Ort, wenn ihr die Möglichkeit habt. Sie geben sich auch viele Mühe. Die haben oftmals auch sehr viele Angebote. Ich kenne jetzt nicht alles. Welchen Händler nimmt man jetzt da? Auch hier jetzt, was die Angebote angeht. Ich habe einfach gedacht, ich schaue mal. Aber gebe euch den Hinweis, Spielen macht definitiv Spaß. Es gibt eine große Auswahl und die Händler, die beraten euch auch vor Ort. Und dann zahlt man auch gerne, je nachdem, den einen oder anderen Euro mehr, wenn man eine große Auswahl findet und eine gute Beratung auch vor sich dann hat. Das zu den Infos. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.